So Leute, da sind wir beim nächsten Video. Ich habe immer noch diesen wunderschönen Hashtag Werbung-Account, den Wizard of the Coast mir im Rahmen eines Events zur Verfügung gestellt hat, wie auch einigen anderen Content-Creatern. Und ich wurde eingeladen, dieses Event mit zu spielen. Und dieses Event ist, ich habe einen Account, der ziemlich groß aufgestockt ist mit Gold und Gems. Und ich habe, wie ihr hier sehen könnt, Dungeons & Dragons-Karten. Für euch mittlerweile, glaube ich, nichts mehr Besonderes auf Magic Arena. Für mich aktuell noch was ziemlich Besonderes auf Magic Arena, weil das Set noch nicht draußen ist. Und nachdem wir jetzt vor ein paar Tagen oder gestern von diesem Deck hier umgerannt wurden, würde ich das ganz gerne mal spielen. Wir haben Minion of the Mighty, eben dieser 1-Mana-0-1er, der, wenn er 6 oder mehr Power hat, einen Drachen ins Spiel ruft, Invigorate, +3/+2. Und wir versuchen damit, den Terror of Mount Velos reinzubringen, fliegend, Doppelschlag, wenn er ins Spielfeld kommt, kriegen andere Kreaturen auch Doppelschlag. Bedeutet 6, 5, sind 11, sind 22. Das ist ein Turn 2 Kill. Ansonsten haben wir ein ganz plausibles Drachendeck mit hier ein bisschen Ramp, hier ein bisschen Ramp, hier ein bisschen Guard Draw, hier ein bisschen Removal, ein bisschen Ramp und dann einige coole Drachen. Der ist auch neu. Mit Flinkt Eile kann ich gekontert werden. Richtig stark. Und Dracheneffekt. Und wenn er 20 oder mehr Angriffsstärke haben sollte, irgendwie, dann macht er 20 Schaden an einem Damage. Plus wir haben halt hier diese Goblin-Höhle und Mountain. Dementsprechend würde ich sagen, gucken wir uns direkt mal an, wie das so abgeht. Und wie immer, ich cutte, bis mein Gegner zu mir kommt. Da ist unser Gegner. Und zwar 114. Ein anderes Bild. Ich bin erstaunt. Kein Löwe. Wir haben eine ganz coole Hand tatsächlich. Die kippen wir mal. Auch wenn die nicht so wichtig ist. Das hier ist ganz wichtig, dass wir den ersten droppen. Wir haben leider keinen Drachen. Aber wir haben eine Magda. Und Magda alleine macht schon auf jeden Fall eine Menge. Vor allem, weil wir sie hiermit auch noch ein bisschen pumpen können, falls unser Gegner Shenanigans treibt. Unser Shenanigans spielt Monk. Okay. Monk. Warum Monk? Was kannst du? Level 2 bringst du nicht Landpermanentes auf die Hand des Besitzers zurück. Unfair. Und wenn du abgibst, exilieren wir die oberste Karte. Ah, gar nicht mal so bad. Damit kann er meinen Treasure zurückbouncen, was ärgerlich wäre. Aber eigentlich okay. Wir haben hiermit noch für 4 Mana was. Das könnten wir nächste Runde sogar triggern, falls wir angreifen wollen. Learn. Richtig stark. Weil der zweite kostet ja 1 Mana weniger. Und wenn man das mit Learn kombiniert, I see. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Mit Monk und Learn. Monk Class und Learn. Muss ich mir auch mal merken. Ist für mich halt jetzt alles noch relativ neu, weil, ja, wie gesagt, ich spiele das hier am vor dem Release-Tag. Und dementsprechend kenne ich die ganzen Sachen noch nicht. Aber das ist cool. Das gefällt mir sehr, sehr gut. My turn. So. Spiele ich einfach Terror of the Peak? Spiele ich einfach Terror of the Peak? Ich bin mir gerade nicht sicher. Na, was soll's. Autopay, was soll schon schief gehen? So, du hast zwar deine Karte schon rausbekommen, aber ich brauche deinen Treasure nächste Runde. Deshalb, wenn du möchtest, kannst du traden. Das ist okay für mich. Hätte ich erst angreifen sollen, damit der Gegner denken könnte, ich könnte invigoraten. Aber ich möchte ja eigentlich die wegtraden. Weil jetzt brauche ich es auch nicht mehr. Ich kann nächste Runde den Goldspan droppen. Er kann den Terror bouncen. Hat dafür sonst diese Runde nicht viel gemacht. Er hat noch Insel leider noch. Stimmt, die Länder habe ich auch noch. Was bist du denn? Frost Dragon. Ach, das ist der Weiße mit 3-4. Das ist cool. Ja, dann Goldspan. Autopay. Und Attack. Gib mir mal einen Treasure wieder. Ja, dann könnten wir invigoraten. Bekommst du Spell of Target? Ja, nee. Wir könnten den jetzt hier mit ein bisschen hochpumpen, aber nee, es macht keinen Sinn. 6 Damage können wir damit schießen. 6. 2, 12. Mit ihm 12 Damage. Nicht verkehrt, nicht verkehrt. Er könnte jetzt auf Level 3 machen, das ist aber egal. Der Drake kann fliegen. Das ist wichtig für mich zu wissen.
Und das ist ein Spellbinder, der kann auch fliegen. Hm. Boah, was nimmt man hier? Wahrscheinlich den Baumcrusher. Ja, ich glaube, der Baumcrusher macht Sinn. Alleine auch, weil das Stomp jetzt halt auch 4 Mana kostet, den aus dem Weg zu stompen. Und, Glass Mirror. Noch ein Spellbinder, noch ein Spellbinder. Kann er den jetzt nochmal nehmen? Ah, ne, kann er nicht. Du exilst die Handkarte, ja. Ja, der ist relativ egal, der Terror. Qatari Union. So, nehmen wir erstmal einen Treasure. Wenn du willst, kannst du mit beiden blocken. Nur mit einem? Nur mit einem wäre natürlich Premium für mich. Aber ich vermute, er will mit beiden blocken. Mit keinem? Doch. Nur mit einem. Das ist ja nice. Das gefällt mir. Weil das heißt, ich kann einfach für 7 Mana jetzt den Terror of the Peak spielen. Was einfach nice ist. Und ich habe meine Treasure behalten. Was noch viel besser ist. Und dementsprechend habe ich jetzt nächste Runde auch richtig stark was auf dem Feld. Ich hätte hier... Na gut, es hätte nicht viel was gemacht, außer dass man halt nichts gespielt hätte diese Runde. Und ich hätte ihn halt wegtaschen müssen. Es sei denn, er hat natürlich noch Copy-Effekte. Wenn es noch Copy-Effekte hat, dann ist es natürlich sehr, sehr strong gerade. Wobei, es ist das Glas-Mimic, es ist nicht das Original. Was ja schon einen Unterschied macht, muss man ja auch einfach sagen. Und, mein Gegner überlegt. Ein bisschen den Drachen ärgern, wenn wir hier Drachen spielen. Monored Dragons. Ohne Combo aktuell noch, aber wir haben ja in dem letzten Video gesehen, wie hart dieses Deck einen ganz, ganz schnell umhauen kann. Dementsprechend, wenn ihr das verpasst habt, guckt euch das auf jeden Fall an. Richtig, richtig cool. Es kann sehr, sehr schnell ausmachen, das Deck. Unser Gegner ist entweder AFK oder überlegt sehr, sehr lange. Ich hoffe, er ist nicht AFK, weil AFK wäre echt, echt assi. Muss man einfach sagen. Gerade bei so einem Event, wenn Leute aufnehmen und Leute wissen, dass andere Leute aufnehmen, finde ich es halt richtig schlimm, wenn dann Leute auf K gehen. Also das finde ich nicht so geil. Mal gucken. Nö. My turn. Spielen wir den. Als Kreatur. Autopay. Schade. Gucken wir uns das Deck mal an. Ja, schade, dass wir es nicht ein bisschen mehr in Action sehen konnten. Aber man hat ja schon gesehen, man kann hiermit auf jeden Fall ordentlich was reißen. Und die Combo habt ihr einmal gesehen. Und ja, das ist schon cool. Muss ich halt leider sagen, das ist ein sehr, sehr cooles monorotes Drachen-Zwergen-Deck. Drachen-Zwergen-Kobolde-Deck. Und ja, wie ihr oben sehen könnt, Hashtag Werbung. Und ja, der Account wurde mir von Wizards zugegeben, habe ich schon alles gesagt, da oben sind ganz viele Gems, ganz viele Tokens. Mittlerweile solltet ihr es auch wissen, es ist das dritte Video der Reihe. Und ja, gut, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, na, Blacksee, ciao, ciao.